Ja, herzlich willkommen zu meinem Kurs Marketing Reloaded. Dieser Kurs ist ein Kurs auf meinem YouTube-Channel mit 6 Modulen. Sinn und Zweck dieses Kurses, den ich euch hier anbiete, ich möchte euch das Basiswissen für für euer erfolgreiches Online-Marketing zur Verfügung stellen. Diejenigen, die mich kennen, wissen, ich gehe davon aus, oder mein Paradigma ist es, ich kann Online-Marketing nur dann erfolgreich praktizieren, wenn ich vorher im Vorfeld praktisch auf ein festes Fundament aus dem Marketing aufgesetzt habe. Und deswegen glaube ich, oder ich bin davon überzeugt, dass ich nur dann ein guter Online-Marketer oder Online-Marketerin bin, wenn ich die Spielregeln, des Marketing beherrsche. Aus diesem Grund habe ich diesen Kurs gemacht, lauter kleine Videos, eingeteilt wie gesagt in 6 Themenbereiche. Der erste, den haben wir schon, ist ein Überblick. Den zweiten, die Makroumwelt, also die Political, Economical, Social und Technological Analysis. Auch die haben wir schon behandelt hier in diesem YouTube-Channel. Und jetzt sind wir momentan in der Mikroumwelt. Sage ich euch auch gleich wo. In den nächsten Modulen folgt dann die Strategie der Marketing-Mix online und offline, sowohl für Marketing als auch für Online-Marketing. Und dann eben ganz, ganz wichtig, die Kommunikation. Und da werden wir auch mit speziellen Kursen in die Online-Kommunikation hineingehen. Heute also, wie bereits angekündigt, wir sind im Teil 3. Wir befinden uns in der Mikroumwelt. Und hier bei Punkt 3.1, der Markt, haben wir uns jetzt oder haben wir uns bisher mit unterschiedlichen Anforderungen beschäftigt und heute eben mit 3.1.5, das sogenannte 5-Kräftemodell vom Porter, das ich euch heute vorstellen möchte. Ein ganz, ganz interessantes Tool, das schon 17 Jahre alt ist, aber von seiner Wirksamkeit speziell für das Online-Marketing nichts verloren hat. Und dass man sehr, sehr, sehr schön in seiner Planung, in seiner strategischen Planung als Checkliste benutzen kann. Ja, wir sind in diesen kleinen Videoeinheiten zum Marketing Management, sind wir davon ausgegangen, dass ich euch eben am Beispiel von einem Unternehmen, die also jetzt hier einen Online-Shop gründen will und mit dem Online-Shop in den E-Commerce einsteigen will. Das war unser Case und an dem versuchen wir diesen ganzen Prozess einmal durchzuspielen. Also es ist klar, wir sind dieses kleine Unternehmen, das sich dazu entschieden hat, wir müssen in Zukunft in den E-Commerce einsteigen. Aber bevor wir da wild irgendeine Shop-Software, sei es jetzt Shopware oder Magento, installieren lassen oder selbst installieren, lasst uns doch bitte erst einmal strategisch planen, ob das Ganze, was wir hier vorhaben, überhaupt Sinn macht. Und dazu wollte ich euch eben als Raster diesen Marketing-Management-Prozess erklären und vorstellen. Ich habe die Farben Rot, Orange und Grün deswegen gewählt, weil mich das Ganze, diese Dreiteilung immer an eine Ampel erinnert hat, auch während meinem eigenen Studium. Und Rot eben sehr schön für Analyse steht. Stopp, stehen bleiben, schauen, was kommt da, welche Autos, wie hoch ist der Verkehr, um dann eben die Strategie zu planen, wohin kann ich denn gehen? Kann ich jetzt über die Straße gehen? Kann ich links gehen? Kann ich rechts gehen? Oder muss ich noch länger stehen bleiben? Um dann eben letztendlich, wenn die Ampel umschaltet, auf den sogenannten Marketing-Mix, auf die operative Umsetzung, um dann eben zu wissen, wie ich mich in Zukunft zu verhalten habe. Hier nochmal ein kurzes Chart aus der Mikroumwelt. Ihr wisst ja, oder die schon ein paar Mal mitgehört haben, die Mikroumwelt stelle ich immer als Dreieck dar. Das heißt, als Dreieck deswegen, es hat keinen besonderen Grund, ist einfach nur für mich ein Schemata, eine Hilfskrücke, dass ich weiß, okay, an den Ecken positioniere ich immer das eigene Unternehmen, dass ich es nicht vergesse, mit seinen Fähigkeiten, Kompetenzen und Potenzialen. Daneben habe ich die Wettbewerber in der anderen Ecke, die sogenannten direkten und indirekten Wettbewerber und oben an der Spitze das Wichtigste, meine Zielgruppe, aus der ich später dann meine Bedarfsgruppe ableite. Und das Dreieck selbst ist eben dann mein relevanter Markt. Und in der Mikroumwelt blicken wir eben auf dieses Dreieck und gehen die einzelnen Punkte durch. Momentan sind wir immer noch bei der Definition und bei dem Festzurren unseres relevanten Marktes. Also jetzt, wo gehen wir, in welches digitale Spielfeld wollen wir mit unserem Case hier, mit unserem Beispiel Online-Shop überhaupt hineingehen? Okay,
Also, auch in der digitalen Online-Welt wirst du nur erfolgreich sein, wenn es dir gelingt, mit deinen Produkten und Dienstleistungen für die potenzielle Bedarfsgruppe, dazu werden wir noch später bei den Motiven reden, eine Belohnung, einen subjektiven Wert zu schaffen. Oder anders ausgedrückt, frag dich schon jetzt an dieser Stelle, welchen Hebel erzeuge ich in der Wertschöpfung meiner potenziellen Kunden. Ich habe von Wert gesprochen. Wert ist das, was die Abnehmer bereit zu zahlen sind und ein höherer Wert aus dem Angebot zu preisen, die für gleichwertige Leistungen unter denen der Konkurrenten liegen. Oder der Wert ergibt sich aus einer einzigartigen Leistung, die den höheren Preis mehr als wettmacht. Das war so der Gedankengang von Michael E. Porter bei seinen Wettbewerbsvorteilen, wo er sich um Spitzenleistungen gekümmert hat und es eben uns vorgestellt hat. Jetzt, weil wir ja einen Online-Shop machen, lasst uns mal ein bisschen auf den Handel gucken, ja? Kaum eine Branche ist so stark von strukturellen Veränderungen und einer Dynamik der Betriebs- und Vertriebstypen geprägt wie der Handel. So hat sich die Handelslandschaft, die Spielwiese in den letzten Jahrzehnten zum Teil radikal verändert. Zum einen lag dies an einem zunehmenden Preis- und Wettbewerbsdruck, überwiegend verursacht durch das Selbstbedienungsprinzip, die Discounter, zum anderen an nachhaltigen Veränderungen im Konsumentenverhalten, wie wir noch sehen werden. So haben sich diesen Trends folgend stets neue Betriebsformen für den Handel entwickelt. Ihr wisst es, Verbrauchermärkte, Fachmärkte, Discounter und Shoppingcenter, die sich branchenprägend und dominant etablieren konnten. Natürlich gab es auch Verlierer, wisst ihr, hauptsächlich die Warenhäuser, die sind eigentlich von der Bildfläche verschwunden, oder der nicht filialisierte Fachhandel. Allerdings fanden diese Veränderungen, von denen ich gerade berichtet habe, in einem sehr, sehr moderaten Tempo statt und eben in der analogen Welt. Heute ist das, wie wir noch sehen werden in diesem Kurs, mit Blick auf den E-Commerce einfach viel, viel schneller und viel unterschiedlicher. Durch die Digitalisierung und die daraus resultierenden ubiquitären, das heißt grenzenlosen Einkaufsmöglichkeiten, ist die Einkaufswelt für den Kunden und für den Händler gleichermaßen multidimensional geworden. Multidimensional. Was die Herausforderung für den Handel insgesamt viel komplexer werden lässt, wie wir noch sehen werden. Ein verändertes Konsumentenverhalten mit einem extrem hohen Grad an Individualisierungswünschen erhöht in der letzten Zeit die Variantenvielfalt und nimmt auch einen erheblichen Einfluss auf die Sortimentsgestaltung des Handels. Aus dem Anspruch heraus, eine hohe Beratungsqualität zu bieten und auf individuelle Kundenwünsche einzugehen, geht im Handel oft auch eine Komplexität in der Leistungserringung einher. Die Antwort auf komplexe Sachverhalte heißt aber nicht die Schaffung noch komplexerer Prozesse, sondern vielmehr die Vereinfachung. Und gerade mit Blick auf E-Commerce und gerade mit dem Blick auf Online-Shops kommt es mir manchmal so vor, als wenn hier ein Wettbewerb an Unbedienbarkeit und Komplexität ausgetreten ist, der eben nicht zum Vorteil des Kunden ist, sondern sehr, sehr zum Nachteil des Kunden, der aber in dieser digitalen und vernetzten Welt uns da sehr, sehr, sehr schnell als Anbieter abstrafen kann und uns einfach nicht mehr besucht. Viele Verwaiste im Internet, Verwaiste und zurückgebliebene schnell und lieblos hingeklatschte Online-Shops sind Zeuge von dieser Denkart.
Die Herausforderung heißt also, Kundenwünsche zu erfüllen und dabei entstehende unternehmensinterne Komplexitätsfaktoren unbedingt zu erkennen, zu vermeiden, zu verringern und sie auch letztendlich so in den Griff zu bekommen, dass es sich nicht auf die Usability und nicht auf die Emotionen, lass mal Emotionen sagen, auf die Emotionen des Kunden auswirkt. Schauen wir uns nun die fünf Kräfte des digitalen Wandels im Handel an. Also zur Bewertung der aktuellen Situation im deutschen Handel eignet sich meines Erachtens dieser schon 17 Jahre alte klassische Five-Force-Ansatz von Porter nach wie vor sehr gut. Der folgende fünf Wettbewerbskräfte, die ich euch gleich im Anschluss vorstellen werde, identifiziert. Und in Bezug auf die aktuellen Herausforderungen, die durch diese Digitalisierung heute entstehen, lassen sich auch abweichend zu Porter noch ein paar Besonderheiten festhalten, auf die ich am Ende noch eingehen werde, die ihr zu diesem Modell bei der Analyse einfach mitdenken und adaptieren müsst. Und dann seid ihr mit dem Five-Force-Modell plus dieser Adaption eigentlich auf der sicheren Seite. Also, wo waren wir? Wo stehen wir? Wir sind dabei, uns zu überlegen, wir wollen bei unserem Case einen Online-Shop gründen und mit einem Online-Shop den E-Commerce rocken. Und jetzt ist die Frage, ja, wo ist denn unser digitales Spielfeld? Wo gehen wir denn da rein? Und hier möchte ich euch einfach mal eine kleine Hinführung zeigen auf dieses Five-Force-Modell. Also es geht einmal um die Preisposition und die kann sein teuer, gleich oder billiger. Oder die sogenannte Leistungsposition oder die Product Power. Das heißt, welche Leistung wollen wir denn zum Beispiel mit unserem Online-Shop bieten? Schlechter, gleich, besser oder einzigartig? Also, ihr seht eine Aufteilung, um den Ist-Zustand vielleicht festzulegen, zu sagen, wo sind wir, wenn man schon einen Online-Shop hat? Und man kann das natürlich auch so interpretieren oder nutzen, diese Preis-Leistungs-Kombination als Sollzustand, wenn man sagt, wie wollen wir denn jetzt mit unserem Online-Shop gesehen werden und auftreten und welche Leistung zu welchen Preisen wollen wir denn einfach anbieten. Ihr seht hier unterschiedliche Farben. Die Farbe Rot, wenn ihr euch darin befindet, ist immer schlecht. Ja, also nur im Ausnahmefall kann das eine erfolgreiche Marktposition sein, aber es ist nicht gut. Ja, also gleich teuer, aber schlechter zu sein, ist keine tolle Position. Teurer, aber schlechter ist. Aber bitte lacht nicht. Schaut euch zum Beispiel Online-Shops an. Da werdet ihr sehen, dass viele, viele Online-Shops, die ihr abscannt, die ihr testet, eben in diesem roten Bereich sind. Ja, teurer, obwohl nur gleich gut. Also das sind alles Positionen, in denen ich nicht sein möchte. Also tut alles, um da nicht reinzukommen und euch um euch dann eben in eine, aus Sicht der Kunden in eine andere Position zu verschieben oder da gleich wahrgenommen zu werden. Unter bestimmten Bedingungen können diese Orangenpositionen, die ich euch aufgezeichnet habe, erfolgreiche Marktpositionen sein. Lasst mich links oben beginnen. Billiger, aber schlechter. Also billiger ist nicht abwertend, billiger meint den Preis. Also preisgünstiger, aber schlechter. Oder gleiche Leistung wie die Wettbewerber zum gleichen Preis. Oder ich sage, ich bin teurer, aber dafür biete ich eine bessere Leistung. Ideal wäre es, in diese grünen Positionen zu kommen. Das Tollste ist natürlich rechts oben einzigartig und preisgünstig aus Sicht der Kunden und aus Sicht des Unternehmens ist natürlich die Position rechts unten einzigartig zu Höchstpreisen eine sehr, sehr komfortable Position. Ihr erinnert euch, für diejenigen, die BWL studiert haben und die Porter-Kurve kennen, da kommen wir im nächsten Video ganz kurz drauf, wenn es um die Wettbewerbsposition geht. Porter unterscheidet ja da im Zuge seiner Porter-Kurve auf der linken Seite über der Branchenrentabilität die sogenannte Konzentration mit effizienten Kleinen, mit den schnellen Schnellbooten, die sich schnell bewegen können, mit den Nischen oder eben auch mit den Spezialisten. Und der Spezialist, der so speziell aus Sicht der Kunden ist, ist in diesem Fall eben auch einzigartig und kann eben auch Preise, sehr, sehr teure Preise aufrufen, weil seine Leistung aus Sicht der Kunden einzigartig ist. Okay, also versucht mal zu euch selbst zu verorten,
Wenn ihr schon in einem Business seid, überprüft, in welcher Position seid ihr. Ich habe jetzt mal die schlechteste Position hier angenommen, teurer, aber schlechter. Und jetzt muss ich mir halt überlegen, als Planer, als Stratege, wo können wir hin, wo wollen wir hin, was ist aufgrund unserer Fähigkeiten, Kompetenzen und Potenziale möglich. Und ich habe jetzt hier mal eine ganz tolle, die gerade erwähnte, einzigartig zu Höchstpreisen. Können wir uns da verändern aufgrund der Kunden? Und das ist dann praktisch das Soll. Und ich muss dann eben in der nächsten die Vorgabe für die Strategie, um mir dann zu überlegen, wie komme ich da hin. Bis jetzt sind wir aber noch bei der Analyse, um die sogenannte Ist-Position zu bestimmen und festzulegen, wo bin ich denn eigentlich? Ja, ein wichtiger Punkt bei der Festlegung deines relevanten Marktes und später eben auch für die Definition deines digitalen Spielfelds im Online-Marketing, ganz, ganz toll hier ausgeführt, mit tollen Hinweisen von Karl Gratz, schauen wir uns jetzt mal die Branchenattraktivität an. Wie sieht der relevante Markt aus, in den du mit deinem Angebot, also zum Beispiel der geplante Online-Shop, gehen willst? Das heißt, neben deinen Fähigkeiten, Kompetenzen und Potenzialen solltest du dir Gedanken machen, hier in der Mikroumwelt über die Branchenattraktivität des von dir abgesteckten relevanten Marktes. Weil du solltest dann die Wettbewerbsregeln in diesem Spielfeld unbedingt kennen. Denn diese Spielregeln bestimmen sich auch heute noch aus diesen fünf Wettbewerbskräften nach Porter, die du wirklich kennen solltest, bevor du da reinmarschierst und versuchst, hier ein erfolgreiches Geschäft zu machen. Okay, machen wir mal die nächste Folie. Schauen wir uns mal an. Also nochmal das Bild, der relevante Markt, das Dreieck, links das eigene Unternehmen, rechts die Wettbewerber, oben der Kunde mit seinen Motiven, die Bedarfsgruppe. Und jetzt schauen wir uns mal den relevanten Markt an, den wir anvisiert haben. Und schauen und überprüfen, welche Kräfte wirken in diesem Markt, in dem wir jetzt vielleicht mit unserem Online-Shop hineingehen wollen. Bevor du also weitermachst, halte kurz inne, plan strategisch und nutz dieses Five-Force-Modell von Porter, um die Kräfte, die in dem von dir abgesteckten Markt, in den du jetzt hinein willst, in dein digitales Spielfeld für deinen Online-Markt, dass du diesen Markt eben auf dem Radarschirm hast, dass du ihn kennst, dass du ihn bewerten kannst und eventuell dann eben bei deinem Geschäftsmodell noch Korrekturen vornehmen kannst. Deswegen solltest du auch immer mit Prototyping dann hier vortesten, um leichte Variationen und Änderungen vorzunehmen und um später, wenn es erfolgreich ist, dann den Hauptschlag zu führen. Also lasst euch nicht abbringen von Leuten, die sagen, ach, was willst du mit diesem alten Porter, seine alten Wettbewerbsvorteile, das war doch noch gemacht für eine analoge Welt und ist schon 17 Jahre alt. Ja, da muss ich eigentlich nur müde lächeln. Man kann auch heute noch diese Bücher von Porter lesen und extrem viel Wissen hier absaugen, wenn es um das Thema Strategie und Analyse geht. Und deswegen mache ich das auch immer in meinen Vorbereitungen für ein Kundenprojekt, weil es, und auch wir in der Agentur nutzen das, weil es eben ein tolles Hilfetool ist, um hier die wichtigsten Punkte, wie gesagt, auf dem Radar zu haben. Alright, schauen wir uns das nächste. Gehen wir es mal kurz durch. Also, die erste Kraft, die wirkt, ist in dem Wettbewerbsintensität zwischen den Wettbewerbern in den Markt, in dem ich da hineingehen will. Also prüfe und sag, Mensch, wie geht's hier zu? Welche Kräfte wirken? Ist es ein Hauen und Stechen? Ist es ein tiefroter Markt, in dem schon ganz, ganz viele unterwegs sind? Und jetzt komme ich noch als 110. oder als 110.000. Hinein. Macht es überhaupt noch Sinn? Der nächste Punkt, den du dir anschauen solltest, sind die Eintrittsbarrieren. Ja, wie schnell kommt denn, komme ich, aber damit auch ein anderer in diesen Markt hinein? Ja? Also wer braucht eine bestimmte Technik oder wer die Technik kann, kann da reinkommen. Oder derjenige, der genug Kohle hat, kann natürlich auch diesen Markt betreten oder auch nicht. Oder ist dieser Markt geschützt durch Patente, was auch immer. Aber prüfe die Eintrittsbarrieren, um ein Gefühl dafür zu bekommen. Dann prüfe die Verhandlungsmacht der Kunden. Also wie mächtig ist der Kunde? Grundsätzlich kannst du davon ausgehen, dass heute die Verhandlungsmacht der Kunden enorm ist, ja, aufgrund der Digitalisierung, aufgrund der Vernetzung, aufgrund der
Transparenz sind Kunden heute in einer ganz, ganz anderen Position, als sie es noch vor 10, 15 Jahren machen. Ja, heute bestimmt der Kunde, was passiert. Er bestimmt, wann es passiert. Der Kunde bestimmt, wann er mit dir Kontakt haben will, um wie viel Uhr er mit dir Kontakt haben will. Er bestimmt, ob er wieder mit dir Kontakt haben will und. Und damit seht ihr, habt es auf dem Radarschirm. Bedenkt, wie mächtig die Kunden sind und denkt auch hier schon das Modell ein bisschen weiter. In vielen Fällen habt ihr ja nicht mehr den direkten Kontakt zu euren Kunden, wie in einem echten Verkaufsgespräch, vielleicht am Point of Sale, sondern in vielen Fällen, gerade wenn wir in dem Suchmaschinenmarketing sind oder in unterschiedlichen alternativen Suchsystemen, haben wir immer ein Portal, einen Vermittler. Oder wenn man jetzt in die Google-Welt hineinsieht, hat man immer Google als Vermittler, der praktisch dann anzeigt, welcher Kunde mit welchem anbietenden Online-Shop ins Geschäft kommt. Aber dazu auch noch später, wenn es um die Modifikationen dieses Modells geht. Der nächste Punkt ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Den haben wir schon bei der Einführung ein bisschen angerissen. Es geht um die Substitutionsgefahr und dahinter stecken die sogenannten disruptiven Technologien, ausgelöst durch Megatrends. Ihr wisst, wir haben das besprochen. Megatrends, die irgendwo in einer Nische entstehen, die man kennt, ja, die man kennt, worüber man spricht, aber keiner von den großen marktbeherrschenden Unternehmen greifen diesen Trend auf. Er brodelt in einer Nische, kleine Leute probieren das, fangen damit an und irgendwann ist diese disruptive Technik verändert auf einmal ganze Branchen, verändert unser Verhalten, unser Erleben und Verhalten als Menschen und können über Nacht praktisch eine ganze Branche und ein ganzes Business substituieren. Auch dazu später noch ein paar Punkte bei der Ergänzung. Also Substitutionsgefahr. Der nächste Punkt ist die Verhandlungsmacht der Lieferanten. Es kann Konstellationen geben, wo der Lieferant extrem mächtig ist. Es kann eben auch auf der einen Seite Konstellationen geben, wo der Lieferant eigentlich überhaupt gar keine Macht mehr hat. Gerade so in der heutigen Zeit, wenn er so ein bisschen an die Online-Portale denkt, wenn er so ein bisschen an Amazon denkt, hat sich dieses Bild ein wenig verschoben. Jetzt lasst mich mal kurz auf diese Punkte eingehen, damit ihr wisst, was ich meine damit. Schauen wir uns nochmal jetzt die erste Kraft an, die Wettbewerbsintensität zwischen den Wettbewerbern. Da haben wir den sogenannten Industrielebenszyklus. Also in reifen Industrien oder reifen Branchen können Unternehmen ihren Umsatz vor allem durch das Abwerben von Kunden und den Gewinn von Marktanteil vom Wettbewerb gewinnen. Und es ist klar, wenn da so ein enormes Hauen und Stechen ist, ein kriegerisch miteinander umgehen, erhöht es natürlich den Wettbewerbsdruck enorm. Fixkosten. In Industrien und Branchen mit typischerweise hohen Fixkosten will jeder Wettbewerber das Verkaufsvolumen erhöhen, skalieren, 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 um die Fixkosten über mehrere Einheiten zu verteilen. Dies verstärkt natürlich auch wieder den Kampf um die Marktanteile. Nächster Punkt. Wenn die Kosten, den Lieferanten zu wechseln, tief sind, werden Kunden eher Lieferanten wechseln. Um hier die Kunden zu binden, müssen Lieferanten die Kunden ständig bei Laune halten und dies erhöht auch wieder den Wettbewerbsdruck. Fixkosten nochmal. In Industrien mit limitierter Markendifferenzierung zielen alle Wettbewerber auf die gleichen Kunden, was den Wettbewerb wiederum verstärkt. Austrittsbarrieren. Wenn ein Unternehmen seine Investitionen nicht in anderen Industrien einsetzen kann, wird es auch in schwachen Industrien mit mageren Margen im Wettbewerb bleiben. Präsenz von Wettbewerbern mit strategischen Interessen. Solche Wettbewerber werden sehr intensiv um den Erhalt und die Verbesserung ihrer Marktanteile kämpfen. Also prüf, wo steckst du drin, wo willst du hinein, wie sieht es dort mit der Wettbewerbsintensität mit Blick auf deine Wettbewerber aus?
Schauen wir nun die zweite Kraft an, die sogenannten Eintrittsbarrieren. Eine Eintrittsbarriere ist, wie kann man neue eintretende Wettbewerber in diesem Markt abblocken, wegblocken. Und hier gibt es die sogenannten Skaleneffekte. Skaleneffekte meint die Erfahrung, den sogenannten Erfahrungskurveneffekt. Skaleneffekte, so nennen das die McKinseys, die Boston Consulting Group spricht, wenn sie von der Erfahrungskurve spricht, von dem sogenannten Boston-Effekt. Also jeder spricht dann von sich selbst, aber gemeint ist der Erfahrungskurveneffekt. Die erhöhen die Eintrittsbarrieren, weil neue Eintreter entweder in diesem Markt im großen Stil, also sehr teuer und sehr riskant spielen und eintreten müssen, oder sich mit einer schlechteren Kostenposition zufrieden geben müssen, als derjenige, der da drinnen ist, in diesem Markt und schon hohe Eintrittsbarrieren für andere aufgebaut hat. Andere Kostenfaktoren, ja. Neueintretende müssen sich mit einer schlechteren oder oft mit einer schlechteren Kostenposition zufrieden geben, weil sich die Früheintretenden, also die Pioniere, typischerweise die besten Lagen, Patente etc. schon gesichert haben. Wenn die Kosten des Lieferantenwechsels hoch sind, werden Kunden ihre bestehenden Lieferanten kaum wechseln. Das ist ein großes Risiko für Neueintretende. Wie kann ich den jetzt abwerben? Was musst du tun, wenn hier schon eine gut funktionierende Beziehung besteht? Kapitalinvestitionen, Industrien, Branchen, welche große Start-up-Investitionen haben, stoßen die Späteintretende ab, weil diese nach einer substanziellen Investment unmittelbar im direkten Kampf mit diesen Alteingesessenen, mit diesen Pionieren kommen würden. Protektionismus, ganz aktuell, Blick nach Amerika. Regierungen können den Einstieg oder den Ausstieg in Industrien regeln. Siehe hierzu auch die Analysen, die wir besprochen haben bei der Makroumwelt. Und da waren es doch speziell die Punkte, ihr erinnert euch, Gesetz, Recht und Politik. Also momentan top aktuell, wie sich da bestimmte Märkte verändern. Und Waghalsigkeit an dieser Stelle meint nichts anderes, als wenn ein Altgesessener, der da schon länger drinnen ist, ganz klar kommuniziert, er wird jeden Neueintretenden verjagen, wegbeißen und mit ihm praktisch in Krieg treten. Das solltest du auch auf dem Radar haben, wie aggressiv, ja, wie aggressiv andere dann dir gegenüber auftreten werden. Verhandlungsmacht der Kunden, ja, das ist ganz klar, das hat sich in letzter Zeit verändert. Kundenkonzentration, wenn die Kunden in einer Industrie oder in einer Branche konzentriert sind, haben sie natürlich eine große Macht auf den Lieferanten oder den Verkäufer. Das kennen wir, das hat sich in der letzten Zeit auch massiv verändert. Produkte und Services der Industrie des Kunden hängt nicht wesentlich vom Lieferanten ab. Ja, also wenn Kunden andere annehmbare Alternativen haben, dann haben die Lieferanten oder die Verkäufer typischerweise weniger Verhandlungskraft oder weniger Verhandlungsmacht. Verhandlungsmacht der Kunden, geringe Kosten des Lieferantenwechsels. Kunden werden eher den Lieferanten wechseln. Und das gibt ihnen mehr Macht. Also wenn man so hinschaut, das ist das, was man in den letzten Jahren aufgrund der Digitalisierung und aufgrund der Vernetzung auch bei Kunden festgestellt hat, ist, dass die Kunden nicht mehr loyal sind. Ja, aufgrund der Möglichkeit, Preise blitzschnell miteinander zu vergleichen, aufgrund dessen, dass eine enorme Transparenz aufgrund Social-Media-Kanäle vorhanden ist, nimmt die Loyalität der Kunden ab und du oder wir müssen uns sehr, sehr, sehr anstrengen, die Kunden in Zukunft bei uns zu halten. Also Thema Kundenbindung. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also auch für den Online-Shop. Es kann ja nicht Sinn und Zweck sein, den Kunden einmal auf den Online-Shop zu lenken, sondern du solltest dir schon in der Planungsphase Gedanken machen, was ist denn später der Klebstoff, was ist die Beziehung, was ist der Kit, wie können wir mit dem Kunden, wie können wir ihn lange als Freund behalten und wie können wir da eine lange, für beide Seiten erfolgreiche Beziehung
aufbauen. Und das bestimmt natürlich dann auch die Funktionalitäten des Shops und das bestimmt natürlich auch die Usability und das bestimmt das komplette Design und den kompletten Auftritt, den dann eben ein Online-Shop haben sollte. Deswegen sollte man das schon sehr, sehr, sehr früh in die Planung mit einnehmen. Dann gibt es preissensitive Kunden, ja? Die suchen eher nach weniger teuren Lieferanten. Und aufgrund der Vernetzung, aufgrund des Internets ist es eben massiv geworden. Das heißt, die Leute, die auf Amazon gehen, die können die Preise vergleichen. Ihr könnt auf Preisportale gehen. Das heißt, all das überlegt ihr. Du bist mit deinem Online-Shop nicht mehr irgendwo unter einer Käseglocke, du bist sichtbar, du musst dich diesen Dynamic Pricing auseinandersetzen, du bist sichtbar, deine Preise sind sichtbar. Und jetzt musst du dir eben überlegen, wie sieht die Strategie der Zukunft aus? Kann ich dieses Beispiel mitmachen? Bin ich der Kostenführer? Wenn ich nicht der Kostenführer bin, was mache ich dann? Und wie kann ich preissensitive Kunden zu mir bekommen und bei mir halten, wenn ich nicht unbedingt über den Preis gehen will? Also ganz, ganz spannende Sache, die also auch wieder ganz am Anfang in der Konzeption eines Online-Shops einfließen muss. Verhandlungsmacht der Kunden immer noch. Die Qualität des Produktes oder des Services hängt nicht wesentlich vom Lieferanten ab. Kunden werden wahrscheinlich ihre Einkaufsentscheidung auf dem Preis basieren und sind darum motiviert, günstigere Lieferanten zu finden. Das gleiche wie vorhin, ja. Und heute einen günstigeren Lieferanten zu finden, das ist aufgrund der Vernetzung und aufgrund von dem Internet, das ist ein Wisch. Ja, das ist ein Wisch, das ist ein Klick. Und da musst du eben schauen, wie du bei diesem Spiel mitspielen kannst. Und du solltest eben hier diese Spielregeln kennen. Also denk dran, die Verhandlungsmacht der Kunden ist enorm gestiegen. Realistische Möglichkeit zur Rückwärtsintegration. Eine realistische Gefahr, dass der Kunde rückwärts in die Industrie des Lieferanten integrieren könnte, limitiert die Möglichkeit des Lieferanten, gute Konditionen auszuhandeln, sehr, sehr stark. Ja, jetzt nochmal die Substitutionsgefahr. Die letzte Kraft haben wir ja auch schon besprochen. Substitutionsgefahr. Denkt dran, es war am Anfang, wo wir uns über Megatrends unterhalten haben, über disruptive Techniken. Eine disruptive Technik, die langsam kommt, meistens aus Megatrends oder sehr oft sich auch aus Megatrends heraus entwickelt, entsteht, wie wir schon besprochen haben, oft in einer Nische, wird von den Großen nicht beobachtet, nicht wertgeschätzt, wird nicht beachtet und kann sich dann eben im Kleinen in dieser Nische entwickeln, bis sie auf einmal mit einer vollen Wucht da ist. Und bei der Überprüfung der Wettbewerber habe ich euch auch gesagt, schaut immer auf die direkten und indirekten Wettbewerber. Weil es kann sein, dass aus einer ganz anderen Branche, die ihr nicht auf dem Radarschirm habt, auf einmal jemand, der die Technik hat oder der eine bessere Technik habt als ihr, und gerade im Online-Marketing ist es brand, brand, brand gefährlich, können disruptive Geschäftsmodelle dann über Nacht auf einmal den Markt komplett, ein Business komplett verändern. Schaut euch Airbnb an. Es ist 2008 im kalifornischen Silicon Valley gegründet worden und es ist momentan sehr disruptiv gegenüber der Hotelbranche. Ja, also guckt euch das mal an, ein geiles Geschäftsmodell oder eben die Taxibranche, die momentan von Uber auch mit Sitz in San Francisco durchgebeutelt und durchgeschüttelt wird, wenn es um das Thema Taxibranche und Personenbeförderung geht. Also habt immer diese Substitutionsgefahren auf eurem Radarschirm. Ja, die Branche des Substituts erfreut sich großen Margen. Kunden kaufen einfach nicht mehr von den alten und in der alten Industrie. Und es kann natürlich Airbnb passieren, dass die das schaffen oder eben auch Uber oder andere Beispiele, viele, viele, viele andere Beispiele, die wir da momentan mitbekommen und die wir auch kennen. Und dann eben die Verhandlungsmacht der Lieferanten, Lieferantenkonzentration. Wenn für eine Industrie oder Branche nur wenig Lieferanten da sind, hat der Lieferant natürlich mehr merkbare Macht auf die Kunden.
Oder der Lieferant ist schwer zu substituieren. Wenn Kunden keine brauchbare Alternative zu einem Lieferanten haben, hat der Lieferant höchstwahrscheinlich viel Macht auf die Kunden. Und denkt hier zum Beispiel an Amazon oder an die ganzen Portale, die eben auf beiden Welten sich positioniert haben. Dann sind eben so Giganten wie Amazon momentan nicht hinwegzudenken, werden nicht geliebt von dem Handel, aber haben eben eine enorme Position eingenommen und, was ganz gefährlich ist, substituieren eben auch andere Branchen. Also habt auch gerade im Online-Bereich, müsst ihr unbedingt Facebook auf dem Radar haben. Was macht Facebook? Wohin entwickelt sich mit Facebook? Wie mächtig wird Google? Was macht Google? Und wie mächtig ist heute schon Amazon? Und welche Bereiche und welche Branchen werden von den drei großen Giganten in Zukunft noch dominiert werden? Und passt auf, dass die Macht dann eben nicht so groß wird und dass er nicht irgendwo in so eine Substitution hineinrennt. Ja, also hohe Kosten, den Lieferanten zum Wechseln. Kunden werden wahrscheinlich nicht wechseln, was dem Lieferanten mehr Macht gibt. Ja, wenn es also zu teuer ist und zu viel umgestellt werden muss und zu viel Unruhe bringt, wird man den Lieferanten nicht wechseln. Ja. Also denkt hier nicht immer nur jetzt, weil wir das besprochen haben, an das Online-Business, denkt nicht immer nur an die Online-Shops. Oder wenn ihr daran denkt, dann denkt zum Beispiel, ich ändere einfach SAP nicht mehr oder ich ändere mein Warenwirtschaftssystem Navision. Wenn ich das mal implementiert habe, dann werde ich daran hängen, hängen, hängen. Ob das dann gut oder schlecht ist, sei dahingestellt. Aber dann bewegen sich die Kunden einfach nicht mehr, weil das einfach zu viel Aufwand bedeuten würde. Die Industrie ist kein wichtiger Markt für den Lieferanten. Kunden werden wahrscheinlich nicht wechseln, was dem Lieferanten dann mehr Macht geben wird. Okay, was haben wir noch? Als zu dem Punkt Lieferanten, realistische Möglichkeit der sogenannten Vorwärtsintegration. Kunden werden wahrscheinlich nicht wechseln, was dem Lieferanten dann mehr Macht wird. Und wie wir vorhin schon mal gesagt haben, die Industrie ist kein wichtiger Markt für Lieferanten. Also eine realistische Gefahr, dass der Lieferant nach vorne in die Branche des Kunden integrieren könnte, limitiert die Möglichkeiten des Kunden eben auch wieder hier gute Konditionen auszuhandeln. Okay, jetzt haben wir uns sehr, sehr, sehr stark mit mit Beispielen behandelt. Wie könntet ihr das Fünf-Kräfte-Modell einsetzen und welche Punkte könntet ihr darunter subsumieren? Und in Bezug auf die aktuellen Herausforderungen, die durch die Digitalisierung entstehen, lassen sich eben jetzt abweichend, wie versprochen, zu Porter zunächst zwei Besonderheiten festhalten. Also wenn ihr das Modell von Porter anwendet, denkt immer mit. Was verändert sich? Heute spricht man von der Gleichzeitigkeit des Wandelns. Das heißt, ein typisches Szenario aus vergangenen Zeiten sieht vor, dass zum Beispiel mit den Discountern neue Handelsformate auftreten. Lieferanten- und Konsumentenmacht sich zur gleichen Zeit jedoch nicht fundamental verändern. Zurzeit, aufgrund der Digitalisierung und der Vernetzung, ist es im Handel aber alles ganz, ganz, ganz anders. Ja? Alle fünf Wettbewerbskräfte, die ich euch jetzt vorgestellt habe, ändern sich gleichzeitig, dynamisch und fundamental und wirken und überlappen in bestimmten Punkten und verschieben sich. Interdependenz und geringe Trennschärfe der Faktoren. Die fünf Wettbewerbskräfte, aber ihr solltet sie kennen, sind interdependent und schwierig voneinander abzugrenzen. Nochmal, beispielsweise tritt Amazon zugleich über die Marktplatzfunktion als Kunde und zugleich auch als direkter Wettbewerber des Handels auf. Markenartikler bieten ihre Produkte direkt über die E-Commerce-Plattform an und werden damit zu neuen Wettbewerbern und erhöhen damit gleichzeitig ihre Lieferantenmacht. Neue technologische Innovationen im Social Media, das momentan explodiert, werden zugleich zu Substitutionsprodukten, denkt an den Social Commerce und Instrumenten des Handels. Also ihr seht, es ist alles im Fluss und es verändert sich. Und um die derzeitigen Herausforderungen des Handels
Wir haben ja hier unseren Case. Wir wollen einen kleinen Online-Shop ins Leben rufen und damit in den E-Commerce einsteigen. Um also die Herausforderungen adäquat zu analysieren, ist es eben vom Vorteil, nutzt dieses Five-Force-Modell und diese Punkte, die ich euch in Gelb hier reingeschrieben habe. Das heißt, was ändert sich? Die Vielzahl, die Radikalität und die hohe Geschwindigkeit der Innovationen, das müsst ihr auf dem Radar haben. Die Konzentration im existierenden Wettbewerb, das Auftreten von neuen Konkurrenten, gerade aus der Start-up-Szene und aus dem Ausland, die Entwicklung des direkten Endkundenzugangs der Lieferanten und der damit einhergehenden verstärkten Lieferantenmacht und zuletzt das fundamentale, sich verändernde Konsumentenverhalten, das Erleben und Verhalten der Konsumenten. Und dazu werden wir noch ganz, ganz viele kleine Videoeinheiten in unserem großen Marketing-Management-Prozessprojekt haben. Wenn ihr zu dem Thema nachlesen wollt, speziell was oder wie das Fünf-Kräfte-Modell von Porter adaptiert werden muss. Ich habe mit meinen Professorkollegen, dem Michael Binninger, dem Andreas Schöler und dem Axel Steuernagel, haben wir ein Buch geschrieben und bieten zu dem Ding auch Beratungen und Strategien und Workshop an unserer Hochschule an. Das sind vielleicht Dinge, die könntet ihr dann für einfach noch recherchieren. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. War wieder eine lange Session. Diejenigen, die sich bis zum Schluss angesehen haben, vielen, vielen, vielen Dank. Kürzer kann man es nicht machen, weil dann muss man es gleich lassen. Aber wer sich mit diesem Thema auseinandersetzt, dem verspreche ich, dass auch sein Projekt Online-Shop erfolgreicher wird und dass er den nicht gegen die Wand fährt. Und also vielen Dank fürs Zugucken. Es werden weitere Videos zu diesem Thema folgen und ich möchte einmal diesen kompletten Marketing-Management-Prozess, so wie ich es auch in meinen Workshops, in meinen Seminaren, in meiner Beratung und mit meinen Studenten an der Hochschule und Universität mache, möchte ich hier so ein bisschen flankierend reinblicken lassen. Und wie gesagt, wer mehr Info haben will, würde mich freuen, wenn ihr meinen YouTube-Channel hier abonnieren würdet und wenn ihr ab und zu mal vorbeiguckt oder ihr könnt mich auch gerne anmailen, wenn ihr irgendwelche Fragen habt hier, peterfischer@4m-marketing.com. Das ist meine Agentur. Wie gesagt, wir haben uns auch auf E-Commerce spezialisiert und auf Online-Shops. Oder ihr könnt mich auch direkt anrufen. Ist kein Geheimnis, meine Nummer steht eh überall. Das ist die 0171 358 2159. Und wer aus dem Ausland anruft, der muss bitte die 0049 vorwählen und dann bei der Handynummer, aber das ist klar, die 0 weglassen. Also nochmal vielen Dank und ich freue mich, euch bald wieder zu sehen. Dankeschön.